So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht noch nicht richtig. Heute geht's mal um eine Sache, um eine Teppanyaki-Platte. So, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Was ist eine Teppanyaki-Platte? Ganz einfach. Eine quadratische, größere Bratpfanne. Ja, Scherz beiseite. Es ist eine Grillplatte für Induktion, Ceranfeld, Gas, wenn ihr habt, und natürlich den klassischen Draußengrill. Müsst ihr nur aufpassen, für was ihr die braucht, was ihr für ein Ceranfeld oder Induktionsfeld zu Hause habt, dementsprechend eine bestellen. Gibt es in verschiedene Varianten. Welche Variante ich mir jetzt meine Teppanyaki-Platte bestellt habe, das möchte ich euch zeigen. Natürlich von das Lächeln, aber nichtsdestotrotz packe ich sie jetzt mal aus. Und wie gesagt, auf diesem Gebiet bin ich neu. Wenn sich einer schon auskennt, in die Kommentare alles schreiben, wie man sie am besten behandelt und. Und natürlich, ob diese hier natürlich gut ist. Weil ich lese natürlich auch Kommentare, bevor ich was kaufe, ist ganz klar. Es sind ja immer gemischt. Der eine sagt, ist 2 Sterne, der andere sagt, ist 5 Sterne. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man sie benutzt. Es ist einfach so. Und worauf ihr achten müsst, das werde ich euch natürlich zeigen. Wirklich darauf achten, das ist wichtig. Aber jetzt erstmal kommen wir zu das Produkt. Papier, da ist sie. Hier, wichtig, Gummifüße. Wofür, sage ich euch gleich. Dann haben wir hier, oh, die wiegt was. Die eigentliche Platte. So, das ist sie. Ah, die wiegt aber wirklich was. So, jetzt holen wir sie mal raus. Ihr hört es. Weil mein Drehblatt ist ja glatt. Glas. Dann haben wir natürlich hier. Was haben wir hier? Clashes, die Qualität, was die noch so herstellen, wie man es reinigt, also das klassische Buch, App dabei und so weiter und so fort. Ist natürlich wichtig oder nicht. So, das ist jetzt nun die Grillplatte. Gibt es natürlich auch noch geriffelt. Dann kann man natürlich Koteletts, Steaks, Bratwurst mit den obligatorischen Streifen grillen. Brauche ich nicht. Wie gesagt, das ist eine Grillplatte für innen, für die Küche. In meinem Fall Induktion. Ceranfeld könnt ihr nehmen, Gas, ganz normal. Aber ihr seht auch schon selber an die Größe. Die ist größer wie eine Bratpfanne, ist perfekt. Auf dem Ofen oder sonst was habt ihr sie so. Hier tut es schön anbraten, schiebt es hoch, oben dann auf warm halten und das nächste anbraten. Ihr seht es auch, es passen teilweise, wenn ihr eine runde Pfanne habt, 28er, ist mir auch so, schöne große dicke Koteletts, 2 Stück ist Ende. Hier passen 3 drauf, hier passen mehr Bratwürstchen drauf. Morgens zum Frühstück Rühreier. Rein, erst die Zwiebeln hochschieben, oben warm halten lassen, Rühreier oder Pilze wieder zusammenmischen. Ihr habt eine große Platte. Und das, wie gesagt, ich bin Neuland auf diesem Gebiet, in der Wohnung oder in der Küche zu grillen. Aber ich wollte mir jetzt nicht für meine neue Herdplatte eine neue Bratpfanne holen. Das ist ja der Klassiker, deswegen habe ich umgeschaut und habe die Teppanyaki-Platte gekauft. Fand ich nützlicher, ist größer, kann man alles drauf machen, ist auch schwer, passt. So, wenn ihr sowas benutzt oder kauft von irgendjemandem, weil die gibt es von bis rauf nach überall hin. Wie gesagt, die Originale für den Ofen, den ich mir geholt habe, liegt so bei 300-400 € und höher. Die relativ human. Wo ich die bestellt habe, wie teuer sie ist, verlinke ich euch unter ein Video. Sicher, bequem, ich sag's mal günstig auf jeden Fall. Es gibt teurere, es gibt auch günstigere, von günstiger ist immer so eine Sache. Ist so. Aber worauf müsst ihr achten, wenn ihr sowas kauft? Hier, Glas ist gerade, ist nicht verzogen.
machen wir den ultimativen Test. Drücken hier. Bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht und bewegt sich nicht. Das bedeutet, die Unterplatte ist absolut gerade. Und das ist wichtig für, wenn ihr es in der Küche macht, dass die überall gleichmäßig aufliegt, dass die Wärme überall gleichmäßig hinkommt. Dann, wenn ihr sie benutzt habt, ich sag mal so, nicht gerade beim ersten Mal, so ab das fünfte Mal, legt es nochmal auf eine vernünftige, am besten auf die Herdplatte dann eben, weil die auch aus Glas ist, und dann testet mal, ob die verzogen ist. Und wenn ja, schreibt ihr den Hersteller an. Ist so, dann könnt ihr sie nur noch für Außengrill benutzen oder eben für einen Gasofen. Das dazu. Jetzt kommen wir zu den Gummifüßen. Gummifüße hier rein, nur bei einer einzigen Art. Induktion. Alles andere, bitte die Gummifüße weglassen. Beim Grill sowieso, Gas auch. Ceranfeld auch. Nur bei Induktion diese Gummifüße verwenden. Ihr seht, die werden einfach schlicht und einfach eingesteckt, wenn sie passen. Natürlich jetzt nicht Anhieb. So, sind ein wenig länger, glaube ich. Oder ich habe sie. Ja, sind jetzt ein wenig länger. Ich lasse die mal. So. So, in der Mitte hoch. Außen. Und dann in die Mitte runterdrücken. Ah, dann passen sie. Dann schließen sie wunderbar ab. Ich wusste, da gab es doch mal einen Trick. Weil dann drückt es sich nämlich schön nach links und rechts weg. Und dann passen sie auch. So, ich mache es mal eben. Und wie gesagt, wer sich mit solchen Platten schon auskennt, gekocht hat, gebraten hat, ist egal was, schreibt es in die Kommentare. Die sind besser wie eine Bratpfanne oder schlechter. Ich würde mir eine Bratpfanne zurückwünschen. Seid ehrlich, das ist immer wichtig. So, alle gleichmäßig drinne. Das bedeutet, ich kann die Teriyaki-Platte wieder umdrehen. Auf. Hörte sich vielleicht auch ganz anders an, wenn die auf Glas kommt. So, das ist sie natürlich. Ich werde natürlich so kleine Grillsachen da drauf machen, vor die Kamera. Kleine, das bedeutet schlichte Sachen, die jeder sowieso immer zwischendurch in der Woche ein paar Mal zu Hause macht. Wir werden da erstmal jetzt nichts Großartiges, was selten gebraten wird, machen. Aber so kleine Sachen wie Spiegeleier, Rühreier schön mischen, Bratwurst, Koteletts mit verschiedenen Gemüsesorten, dass es die eine Fläche hält warm, die andere bratet. Ich werde euch das alles zeigen. Ich werde den Ofen natürlich dafür richtig einstellen. Oh, also schaut mal. Ich habe jetzt richtig Kraft jetzt hier, also die rutscht nicht. Und dafür sind die Gummifüße. So, jetzt bin ich abgeschwiffen. Also ich werde kleine, einfache, tägliche Gerichte da drauf machen. Schlicht und einfach. Dann werde ich euch sagen, ist da eine Bratpfanne besser, ist da keine Bratpfanne besser? Ich bin ehrlich und sage es und zeige es euch dann direkt vor die Kamera. Aber ich finde, hat auch schon was, weil es länglicher ist. Ich kann mir das jetzt so richtig vorstellen. Hier schön. Passt natürlich auch mehrere. Bratwürstchen, Koteletts drauf, Gemüse drauf, zack, zack. Rührei schön durch. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, wer sich damit schon auskennt, schreibt es mir in den Kommentaren bitte. Alle anderen, wartet ab. Ich mache ein Video davon, was man so damit machen kann. Erstmal die täglichen Gebrauchssachen, die man auch in der Pfanne machen, zubereiten tut, weil Pfanne will ich jetzt erstmal weglassen. Ich will mit damit jetzt mal umgehen, um mal zu gucken, lohnt sich das nicht. Weil, aber wo ich die bestellt habe, verlinke ich euch unter dem Video. Danke dafür. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu und natürlich, wer sich auskennt, auch.
Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu. Ah, die Füße, die halten aber auch.